Vor einiger Zeit erregte wieder einmal etwas aus dem Kuriositätenkabinett Aufsehen im Internet. In diesem Fall ein islamisches Kuriositätenkabinett. Auch wenn der Begriff islamisch hier nicht wirklich passend ist. Die Rede ist vom sogenannten Scharia-Keller. Ein angeblicher oder tatsächlicher Keller irgendwo in Berlin, in dem junge Mädchen, in diesem Fall Muslime, gefangen gehalten, zwangsverheiratet und was weiß ich nicht alles werden. Zwei Mädchen, die schon seit längerer Zeit vermisst werden und nach denen gefahndet wird, die sollen auch dort gelandet sein. Ich kenne das auch alles nur als Gerücht bzw. als Behauptung. Ich kenne ein, zwei Videos, die damals die Runde gemacht haben mit allerlei wilden Beschreibungen. Was wirklich daran ist, das weiß ich nicht. Und ich denke, ich muss nicht extra erwähnen, dass solche Dinge nicht vereinbar sind mit unserer Religion. Aber das wäre allein kein Video wert. Das wäre mir zu banal. Mir geht es um etwas anderes. Damals, als die Sache ihre Runden zog, da hat sich auch das ein oder andere Gespräch mit den Brüdern ergeben. Hey, wow, hast du gehört von dem Scharia-Keller? Da sollen unsere Schwestern gefangen gehalten werden. Und jetzt kommt der Satz, den ich mittlerweile nicht mehr hören kann. Wir müssen doch irgendwas tun. Ja, dann schlag mal was vor. Irgendjemand behauptet, in einer Stadt X werden an der Adresse Y Personen A, B, C gefangen gehalten, darunter minderjährige Mädchen. Und jetzt was? Was tust du jetzt? Nun, einige wollten dann tatsächlich das Ganze scheinbar in die eigene Hand nehmen. In der Zeitung stand letzten Monat etwas über die Vorfälle bei der sogenannten Adresse mit dem Scharia-Keller. Das habe auch schon dazu geführt, dass hier mehrmals Jugendgruppen mit Taschenlampen aufgetaucht seien, die den Keller selbstständig öffnen wollten. Wir befreien jetzt die Mädchen, hätten sie gesagt. Erst nach eindringlichen Diskussionen seien sie wieder abgezogen. Ich verstehe hier die Emotionen. Und auch den Wunsch, Geschwistern zu helfen, klar. Aber das ist garantiert nicht eine Angelegenheit für selbsternannte Milizen. Sowas ist, wenn, dann Angelegenheit der Polizei. Nicht von uns. Und ja, wenn minderjährige Mädchen vermisst werden, dann fahndet die Polizei immer nach ihnen. Und ja, auch bei Muslimen. Und ja, das tun die auch, wenn an irgendeiner Polizeidienststelle jemand beschäftigt ist, der Muslime nicht ausstehen kann. Es gibt Gründe dafür, warum solche Sachen nicht in die Hand von dir oder mir gelegt werden. In diesem Fall war die im Internet verbreitete Adresse ein Fake. Völlig harmlos. Und jetzt stelle ich mir mal vor, da hätten tatsächlich irgendwelche unbescholtenen Leute gewohnt. Der türkische Gemüsehändler von nebenan. Und dann stehen da eines Tages so ein paar Jungs vor der Tür. Abi, los! Gib die Mädels raus! Sonst klatscht es aber kein Applaus. Ich brauche wohl nicht näher beschreiben, was da nur allzu leicht passieren kann. Und nachher sind wir dann immer die Meister im Schulterzucken. Erinnert sich noch einer, als vor Jahren das Gerücht rumging, in einer Kita in Koblenz sei ein muslimisches Mädchen missbraucht worden? Am Ende war das nur Quatsch. Aber der betroffene Erzieher hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Und für uns war das dann wieder leicht. Okay, dann halt nicht. Leben geht weiter. Deswegen hört auf mit solchen Sachen. Verbreitet schon gar nicht erst jedes Gerücht, nur weil es gerade ein heißes Thema ist. Und geht nicht jeder Sache nach, die irgendjemand im Internet behauptet. Und um Gottes Willen lasst euch nicht dazu hinreißen, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Der Schutz der Bürger obliegt dem Staat, nicht selbsternannten Milizen. Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass die Zeiten des Mittelalters, wo ein aufgebrachter Mob mit Mistgabeln bewaffnet durch die Straßen gezogen ist, um Gerechtigkeit walten zu lassen, dass diese Zeiten endgültig vorbei sind. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.